Machen wir es doch wieder so. Und noch mehr Holz. Gebäudeausbau fertiggestellt. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Oh nein. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. So, die hätte ich schon längst zurückschicken sollen. Mal gucken, ob wir schneller sind, damit den Posten zu nehmen als Blaumännchen. Gibt es hier noch Prestigepunkte, die ich abgreifen könnte da drüben, aber das ist ganz schön weit weg. So, jetzt erstmal dahin, dann nehmen wir den und nehmen wir den ein und dann den. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. So, Holz machen wir genug, um hier die Köhler zu beliefern. Was ich jetzt als nächstes bräuchte, wäre Geologie. Ja, gleich sind wir wieder in Tandrien. Ja, was eine Möglichkeit wäre, wäre noch Weizen in Gold zu tauschen. Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Hier könnt ihr was mit dann. Tja, jetzt geht er dahin, da kommt er auch gleich hin. Er ist schon unterwegs dahin. Thank you.
Händlergilde brauchen wir noch etwas Holz für den Ausbau, aber Holz kriegen wir ja zum genug. Die Kaufleute haben einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Ja, die erste Etappe abgeschlossen. Ich gratuliere, euer Handel floriert. Er bildet ein solides Fundament für die Verwirklichung eurer Pläne und die Herausforderungen, die euch in unserem Reich erwarten. Glückwunsch, Tannen haben euer Prestige gemehrt. Macht nur so weiter. Ich erhielt soeben eine sehr beunruhigende Nachricht. Admiral Munz, dessen Herrschaft sich auf seine Inselfestung beschränkt, weiten sie seinen Machtbereich in Richtung unserer Grenzposten aus. Ich befürchte, dass er keine hehren Absichten hegt. Wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Solange seitens des Admirals jedoch kein Fehlverhalten nachzuweisen ist, könnt ihr ihm nicht direkt entgegentreten. Jedoch könnt ihr uns über unseren Versorgungsposten im Südwesten von Porta bis Tandia mit Gütern beliefern. Wir würden uns viel sicherer fühlen, wenn die Sektoren außerhalb der Stadtmauer mit Holztürmen verstärkt wären. Du müsstest uns an unserem Versorgungsposten nur ein paar Bretter bereitstellen, und dann könnten sich unsere Baumeister ans Werk machen. Piratenboot. Seid gegrüßt, ihr müsst der neue Kaufmann sein, von dem ich so viel gehört habe. Lasst mich euch vorstellen, ich bin Horatio, der Anführer der Freibeuter. Noch bis vor kurzem plünderten wir mit unserem Kaperbriefen feindliche Schiffe, um mit dem erbeuteten Geld Handlungen zu unterstützen. Wir stachen immer von Norderdam aus in See, der Hafenstadt im Norden. Doch heißt das, wurden wir angegriffen von, nun ihr werdet es nicht glauben, wir denken, dass es Gouverneur Graubart und Admiral Munz etwas mit diesem Angriff zu tun hatten. Wärt ihr bereit, uns zu helfen? Vielleicht könnt ihr die Gelegenheit nutzen, mit euren Untersuchungen weiter voranzukommen. Als wir aus unserer Stadt fliehen mussten, konnten wir keinerlei Nahrung mit uns nehmen. Und nun leiden meine Männer Hunger. Ich bitte euch, uns bessere Verpflegung zukommen zu lassen, damit wir bald wieder zu Kräften kommen. Ja, wir liefern den Versorgungsposten mit einigen Brettern. Wir liefern die Beratung besserer Verpflegung. Ja, der Versorgungsposten dürfte kein Problem sein. Gebäudeausbau fertiggestellt. Und die Piratenbucht mit Wurst. So, gucken wir mal. Kohle und Fisch. Kohle und Holz. Du wärst einfach einzunehmen. Habe ich noch. Für das hier brauche ich 4. 3 sollte ich überhalten, also 2 neue. Pausierer. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Ja, wir können uns noch ein Sägewerk hier definitiv leisten, denke ich mal. Mit einer extra Hütte halt. Leider nicht abreißen, die Bäumchen. Und
Und ja, ich hätte hier gerne jetzt noch so ein Ding. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von euren Kaufleuten errichtet. Gebt acht. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Ja, kann ich auch gleich die Kompanie machen. Der kommt dann hier nochmal vier Steine. Dass wir die Rodung freischalten können. Kann ich nämlich den Baum hier wegmachen. Und hab hier genug, um Metzgereien zu errichten. Ja, wenn mir danach ist, ich könnte hier oben Schweinezuchten errichten. Aber jetzt brauche ich erst einmal das Holz, um den Posten zu beliefern. Na gut, Graubart, der sitzt hier auf seiner eigenen Insel fest. Ich glaube nicht, dass er den Weg durch den Schiffsfriedhof jetzt unbedingt nehmen möchte. Und ja, irgendwann muss ich mich auch zu dem Sektor ausbreiten, aber auch zu den Sektoren hier. Oh nein. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Also würde ich eigentlich fast sagen, ich nehme den Sektor ein, dass ich an genug Kohle komme. Und dich auf einfache Verpflegung. Gold gegen Fisch, das wäre auch keine so schlechte Idee. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass ich an die Fischerei rankomme. Weil irgendwie scheint ja unser Blaubart nicht mehr forschen zu wollen gerade. Und ich brauche da eigentlich auch noch einen Prestigepunkt für das Teil. Aber über die Map kriege ich gerade keinen einzigen, weil der hat alle eingehamstert. Oder so gut wie alle. Doch, ich könnte mir den stibitzen. Das stimmt allerdings. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Ich könnte auch Brot kriegen. So viele Möglichkeiten gerade. Gut, den da erreiche ich nicht so schnell. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von euren Kaufleuten errichtet. So, das Fleisch geht uns gerade ein bisschen aus. Dafür arbeiten unsere Sägewerke auf Hochtouren. Ja, Eisen wird auch produziert. Das heißt, es können fleißig Ringe produziert werden. Wie sehen unsere Minen aus? Ja, unsere Goldmine sollte jetzt auf Geologie umstellen. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle.